Hey meine Lieben, was geht? Ich stream heute Abend wieder um 18 Uhr Craft Attack und mache ein Tile Reacts und der Kani ist bestimmt auch mit dabei, ne? Das heißt nein. Wir sehen uns dann heute Abend um 18 Uhr. Winke, winke. Winke, winke, Jody. Perfekt. Felix, jo. Wie schaut's mit dem Krankenhaus aus, Alter? Wir haben heute eine hochschwangere Dame namens Romatra, die ihr Kind bekommt. Der OP-Saal ist in meiner Basis schon seit gestern fertig. Darf ich mal gucken kommen, jo, ob es auch den Ansprüchen meiner guten Dame genügt? Du weißt. Achtung, ich mache Water Energy und werde höchstwahrscheinlich sterben, nur dass ihr es wisst, okay? Passt das jetzt? 3-6 nur. Revi! Geschafft. Kann man machen, ne? Ist mega, ist stark. Ja, können wir machen. Ist sehr gut. Wir müssen kann man hier ein Baby irgendwie. Hier könnte man. Kannst du noch eine Pistenmaschine bauen, wo man das Baby zurückschieben kann, falls noch nicht reif ist? Ja. Gut, das ist wichtig. Warum lachst du? Achso, nee, alles gut. Weil das Ding ist, wenn das Kind nicht funktioniert, dann müssen wir es nochmal reintun zum Reifen. Wir haben gleich die Geburt, Alter. Ich würde auch gerne Papa Platte als Patenonkel haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du dir da ganz sicher? Mhm. Warum, Digga? Papa Platte ist ein guter Patenonkel, Bro. Eins in den Chat, wenn Papa Platte gut mit Kindern kann, zwei, wenn Papa Platte auf Kinder steht. Ihr müsst entscheiden, Leute. Alle schreiben zwei. Romatra! Ja? Wo bist du, Alter? Ich bin gerade im Sport. Du bist gerade im Sport? Im Sport, ja. Bist du im Fitnessstudio und machst gerade Sport? Du bist nicht im Sport. Mein Gott, Alter, das bringt doch eh nichts mehr bei deinem unförmigen Körper. Romatra, wir müssen ein Kind gebären. Könnte ich mich ausziehen. Ja, du bist hochschwanger, Alter, dann machst du Sport? Unverantwortlich. Wenn das Kind eine Delle im Kopf hat, dann ist es deine Schuld. Geil, Alter. Zwei Stacks TNT, Leute. Baba. Baba, okay, auf geht's, Basti, komm. Wo wir das ganze TNT? Mal gucken. So, jetzt, Joe. Ich hab meine Wahlkarte hier. Wahlkarte. So, pass auf. Das System wird so funktionieren. Jeder bekommt eine Wahlkarte. Jeder Wahlkarte. Geht hier hin und legt die Wahlkarte in eine dieser Urnen. Tu sie mal rein. Tut eure Wahlkarte mal in die Urne rein. Ich wähle das hier. So, und wenn jetzt alle Stimmen abgegeben sind, dann drücken wir auf den Knopf und dann passiert Folgendes. Dann zeigt der Sand jetzt an, wer gewonnen hat. Das heißt, jetzt wird ausgewertet. Oha, und irgendwie habt ihr alle jetzt gerade nur für die eine Stimme. Also ihr habt jetzt alle gerade nur auf die linke Seite gewählt. Kann man nicht so farbigen Sand sogar noch machen, damit es besser aussieht? Wir können Farbe, genau, das kommt noch. So, ja, jetzt ist fertig. Du siehst, das Wahlergebnis ist jetzt ausgewertet und eindeutig hat links gewonnen. Ja, Trimax war links, mega. Und so wird's am Sonntag ablaufen. Hallo? Scheiße, Alter, wo siehst du denn? Auf der Gästetoilette oder was? Unangenehm. Hey, rein. Alter, Romatra, mach dein Mikrofon richtig, sonst schmeiß ich direkt wieder raus. Das klingt, als würdest du gerade auf Bord sitzen. Hallo? Ist jetzt wieder besser? Ist jetzt wieder besser? Was denn? Jetzt lach doch nicht, helf mir mal lieber! Mann, Alter, mach mal das richtige Mikrofon rein, du klingst wie dein Sohn, Junge! Mann, Romatra, Alter! Du hast dein Webcam-Mikro oder sowas drin, Digga. Ist richtig unangenehm, mit dir reden zu müssen. Wieso bist du jetzt so sauer auf einmal? Ich hab mich voll nach Hause beeilt, nur um mein Kind zu gebären. Ja, Digga, dann werde ich, vom Vater so beleidigt. Ich bin nicht Vater, ich bin nur Samenspender. Vater. Ich bin nicht Vater. Ich sehe da keine väterlichen Pflichten. Ja, nichts an Alimente bekommst du. Wie kriegst du das biologisch hin, ein Kind zu gebären? Wir haben es reingesteckt. Reef hat es rausgeholt, das Embryo. Wir haben es mit einer Piste bei Romatra reingeschoben. Frag nicht, Joe. War ein sehr, sehr komplizierter Eingriff. Habe ich auch das erste Mal gemacht. Jeden das seine. Alles klar. Klingt beeindruckend. Das arme Kind. Romatra, Kaiserschnitt ist nicht, ne? Das wird rausgepresst. Ja, deswegen war ich ja beim Sport. Ich habe Beckenbodenübungen gemacht. Vielleicht können wir so einen Sticky-Pisten rausziehen. Mal schauen. Bruh. Ist es soweit? Ja. Ist es soweit? Hallo. Yes? So, wo seid ihr denn? Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Kind finanziell unterstützen kann. Alleine. Mein Gott, Romatra, natürlich kriegst du das hin. Du hast ja noch Reefed. Wir schaffen das. Ihr zwei kriegt das hin. Revi, tu dich nicht mehr rausreden. Du ich hast bin noch da außen vor, Alter. Nee, du bist genauso drin. Also wortwörtlich. Ich war genauso in euch beiden drin. Ich mach eins. Ich mach grad schon, die Arztuniform für Dr. Joe. Dr. Joe, bitte schnell. Romatra, wo bist du? Dr. Joe, komm, ich bin jetzt beim Netherportal. Er ist auf dem Weg. Wo bist du denn jetzt, Revi? Dr. Joe, ich bin hier unten bei Spark. Ich warte auf Sie sehnsüchtig. Ich habe ihn hier alles zusammengecraftet. Bitte hier. Hier, ich bin am Netherportal. Der muss geschont werden. Dr. Joe, bitte schön. Okay, Romatra, du musst jetzt ganz stark sein, okay? Romatra, du schaffst es. Ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg. Oh mein Gott, die Wehen setzen ein. Er kriegt Schmerzen. Scheiße. Die Wehen. Aua. Okay, wir müssen rüber in die Klinik. Komm. Romatra, du musst laufen. Du musst es jetzt durchhalten, Leute. Die Fruchtblase ist geplatzt, Leute. Die Fruchtblase. Ich nehme das Fruchtwasser mit, ich trinke das später noch. Romatra, du schaffst es. Lauf vorsichtig. Ganz unangenehmes Roleplay hier wieder. Ganz unangenehm. Richtig geil. Ich will zum Sterben. Komm vorsichtig. Komm mit.
Romatra, ich bitte. Ich kann nicht gebückt laufen, ich habe solche Schmerzen. Romatra, oh, nicht, wenn du Dammriss bekommst, Romatra, bitte. Romatra, hier, ich schmier dich ein bisschen mit Lachs ein. Dann wird es besser. Oh, geil. Jetzt sagen, da werden die Venen wieder besser. Darf ich bitte Lachs essen? Ausrufezeichen Prime in den Chat, wenn ihr mehr von dieser grandiosen Unterhaltung sehen wollt. Hat wer ein Prime-Sub für mich ganz schnell? Ja, Ernie! Prime-Sub kann jetzt meine Schmerzen. Wir brauchen einen Schalter, wir brauchen einen Schalter. Ich werfe ein bisschen Eier auf dich, Romatra. Tür auf! Tür auf! Tür auf, der Arzt da! Dankeschön, danke, 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 danke! Okay, komm, Romatra. Kommen Sie. Romatra, bitte, bitte schnell, komm. Hält sie nicht! Wir haben alles hier, Romatra, hier bitte einmal reinstellen. Romatra, einmal hier reinstellen. Oh. Hier reinstellen, Romatra! Hier rein! Ilyushide. Oh mein Gott. Ja. Oh ja. Drücken! Ja, ja, drücken! Presse! Wir kriegen dich sehr gut, Romatra! Joe, automatisieren Sie es, Dr. Joe, schnell! Mach das schneller! Dr. Joe, automatisieren Sie es! Oh, es geht los! Presse, Romatra, muss das ganz schnell sein! Wieso hält denn niemand meine Hand? Was soll denn ich? Revi, komm her! Revi, geh nach der anderen Seite! Mir wird schlecht, ich muss kotzen! Oh mein Gott! Oh, ich glaube, es kommt. Es ist auf. Da. Was? Wo ist Basti es da? Basti hat unser Fisch. Ich hab's. Romatra. Ist es unser Kind? Hä? Du hast es eingefangen? Romatra, warte mal. Wie kann das sein, Dr. Joe? Das hat was damit zu tun, dass die Fraktale angeführt worden ist. Nein, was war das? Das kann aber nicht stimmen. Ah! Rette das Kind! Rette das Kind raus! Hier! Das Kind, hier sind Kind. Hast du das Kind? Geht's dem Kind gut? Revi, hast du das Kind? Hast du das Kind? Ich weiß, ich hab. Moment mal. Oh. Es sind Zwillinge! Es sind Zwillinge! Nein! Drillinge! Was? Drillinge! Wie kann denn das sein? Drillinge! Unglaublich, Leute, Drillinge! Aber Revi, ich hab auch zwei. Romatra, wie viele Kinder hattest du in dir? Boah, ich war auch schon richtig fett gerade. Also ich weiß nicht, wie viele das dann am Ende waren. Wir brauchen ein Name-Tag. Also es sind zwei Fische. Komm mit. Sparks, dein Haus ist gekleidet mit Kindern. Was? Moment mal, stopp. Sekunde. Die ganzen Embryos an der Wand. Spark ist ja komplett am Arsch. What the Oh mein Gott! Er hat tote Embryos in seiner Wohnung hängen. Ach du Scheibenkleister. Ach du Scheiße. Spark. Romatra, hast du etwa mit Max gefälscht, dass da ein Fisch rauskommt? Romatra. Wir haben immer verhütet. Also Romatra, wirklich. Das hier ist das Kind von dir und Max. Da will ich nichts mehr zu tun haben. Hier, nimm es. Spark, was spinnst du? Du hast hier überall Embryos in deinem gottverdammten Haus. Du kranke Sau, wir müssen sie alle befreien. Holt die Kinder raus. Sie fest an die Wand. Holt die Kinder raus. Bei dir du hast Kinder in deinem Haus gelagert. Spark, das sind Kinder. Spark, das ist deine Reserve. Für was, du krankes Schwein? Was tust du mit diesen Kindern? Du verstrickst dich in Lügen, Spark. Spark, ich bin gerade frischer Vater geworden. Was tust du uns Jungeltern an? Ja, ihr wisst schon, dass das hölzerne Totems sind. Ich weiß nicht, was Spark, du für Kinder du stopfst die auch noch Kinder. Aus, oder was? Ich weiß ja nicht, was ihr hier für Kinder zeugt, wenn die am Ende Holzfiguren sind, aber das ist ja hier. Revi, hast du es gehört? Er stopft sie aus. Auf, Revi! Gottverdammter Mörder, du wolltest die gottverdammte Geburt sprengen! Kindermörder! Revi, sei ruhig, die Kinder, die du zeugst, die werden am Ende Nussknacker, so wie es aussieht. Also. Oh mein Gott, Leute, wir sollten. Ich kann das nicht machen, tut mir leid. Mein Romatras Kind! Spark, du bist so krank. Ich gebe dir die Kinder zurück, aber ich hoffe für dich, dass dich irgendwann der frühe Erkältungstod ereilt. Du kranke Sau, krankes Schwein. Spark, du bist krank. Das sind Kinder. Rivi, Alter. Wenn für dich diese Holzfiguren Kinder sind, dann bist Spark, du. Spark, ich hab's nur in meinem Sohn eine Emotion aufgebaut, okay? Wir lieben uns, krankes Schwein. Spark, sei nicht so kalt. Ich hab hier vorne das Taufbecken. Reeved, wo ist dein Kind? Hast du's? Unser Kind. Okay, also, ich benenne. Romatra, wie soll das Kind heißen? Antonia, ich benenne es nach dir, okay? Okay. Es heißt Ranztonia. Okay. Komm, Ranztonia, komm. Wir gehen. Ich geb dir die Brust, komm. Was denn? Was passiert hier gerade? Verschwinde! Kindermörder, du wolltest mein Kind umbringen! Wenn du dich einmal an Ranztonia rantraust, dann sage ich dir, Petrit, mein Säugling wirst du nicht bekommen. Das ist so ein schöner Moment, der Moment der Geburt. Antonia Fisch. Ja, ist schön, oder? Das ist der perfekte Name für unser Kind. Akani, ich bin Vater geworden, was sagst du? Guck mal, Akani, das ist mein Sohn. Ich glaube, du musst dein Kind jetzt frisch beschneiden. Aua! Petrit, ich entscheide, was mit meinem Kind passiert, nicht du. Das ist viel ästhetischer für das Kind später. Ja, weg damit. Vertrau mir, ich spreche aus dem Mashallah, weg damit. Petrit,
krankes Schwein. Du bist ja nicht willkommen bei mir im Haus. Bei der Taufe bist du nicht eingeladen. Raus. Okay, ich bin ja ruhig. Pfarrer Knossi, seid ihr bereit, dieses Kind mit dem Namen unseres Lebens zu taufen? Pfarrer Knossi. Bitte auf Seite, bitte auf Seite. Pfarrer Knossi, unsere Hoheit, wir danken euch für ihre Anwesenheit. Wir danken euch für eure unglaubliche Weisheit und euren Rat. Wir danken euch dafür, dass dieses Kind nun getauft wird in unserer Freikirche. Und eine Beschneidung wird nicht passieren. Jetzt verschwinde hier von diesem Grundstück. Gib mir jemand eine Schere. Pfarrer Knossi, dieses Kind soll den Namen Ranztonia tragen. Wie ihre Mutter einst, soll sie ranzig und rum durch die Welt ziehen. Oh mein Gott. Sag nicht das über die Mutter deines Kindes. Hör auf, deinen Säugling zu schlagen, du kranke Sau. Wie redest du mit Antonia? What the f***? Ja, echt so, ne? Pfarrer Knossi, zum Drop hin tauft ihr das Kind. Pfarrer Knossi, nimm das Kind. So, jetzt machen wir das andere mit Fisch auch noch. Aber für Fisch gehe ich hier hoch. Pfarrer Knossi, das Kind. Ich wäre außer Hand. Pette, das Kind wird nicht beschnitten. Hey! Ah! Alter, das Kind ist gestorben! Das kann doch nicht sein! Gestolpert und gestorben! Alter, geil, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ranztonia ist nun getauft. Nun geht es weiter mit dem nächsten Kind. Wir machen natürlich mit unserem zweiten Kind Fisch dasselbe wie eins mit seinem Vater. Komm, Ranztonia, Waterdrop. Wir lassen es kurz von 2 Meter Höhe fallen, damit es genauso wird wie sein auf Vater. Den Kopf. Erst auf den Kopf und dann... Und mit dem Kopf, der starken, mit dem starken rechten Arm einmal auf den Boden. So, und jetzt ist auch unser zweites Kind Fisch. Pette, weg mit der Schere, Alter! Glaub mir! Das ist viel besser. Nein. Ja, die Bakterien und so. Nein, bleib dran. Haut nicht ab. Ja, rein damit. Ist drin? Ja. Ja, komm, ist drin. So, wo ist er? Da. Guck einfach, ja, wer ist jetzt grün? Guck, nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Antonia, ich benenne es nach dir, okay? Es heißt Ranztonia. Komm, Ranztonia, warte doch. Wo ist er? Ja, guck mal, der Mann ist jetzt grün. Nein, 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 nein. Zum Glück haben wir Zwillinge und haben noch Fisch. Chat, Ausrufezeichen Cry. Alter, was für ein emotionaler Moment. Sie war die Ausgewählte, sie war die Auserwählte, die Erstgeborene. Wer war jetzt schuld? Verpiss dich, das ist deine Schuld! Was ist denn jetzt los? Revi war Kindermörder! Hättet ihr mal lieber vorher die Vorhaut abgeschnitten, dann wäre das nicht passiert. Ja. Schlag mich einmal, ich bring dich um. Leute, wir müssen eine Beerdigung abhalten. Da hängt ein Bild von Trimax, Leute. What the fuck? Sie hat das Essen aus dem KFC geliebt. Mach's gut, Ranztonia. Eine Kiste einfach. So, ihr Lieben, der Automat ist fertig. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ciao, ne? Ciao. Ey! Ritual! Oh mein Gott! Das ist ein Ritual. Grabschänder, Grabschänder, Grabschänder. Alle bei Pette in den Chat Grabschänder schreiben. Kennt ihr das Ritual nicht mit dem Brennen? Nö. Verpiss dich jetzt von meinem Kind, Alter. Hier ist gerade ein Kind gestorben, Junge. Was bist du für ein Mensch, Alter? Denn manchmal brauchen Kinder ein bisschen... Wieso habt ihr ihn schon so hoch? Ich hab noch nicht abgesperrt. Fertig. Chill, 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 chill. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Chill doch. Geht weg hier, geht weg hier, geht weg hier, geht weg hier. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ranztonia. Oh mein Gott, wir haben's. Oh, we did it, we did it. Komm, Fisch. Oh mein Gott! Fisch. Nein! Was? Fisch, komm zurück! Fisch! Fisch, alle komm weg, zurück. Alle weg! Ja, 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 ja! Komm schon, Fisch! Fisch! War in der Pubertät, der Kleine. Sehr gut. Ab dafür, er kommt. Oh Gott, er hat sich hingelegt. Oh! Oh, ist ich, Gott, Alter, komm, wir legen uns daneben. Das ist so süß. Oh! So süß. Oh Mensch, es war so süß, ey. Einfach nur toll. Einfach nur schön. Verpiss mich jetzt. Warum? Hä? Patrick! Gib mein Säugling zurück! Du hast mein totes Kind gestohlen! Du bist so ein ehrenloser Hundesohn, bist du wirklich ein ehrenloser Hundesohn. Bei Gott, du sollst brennen in der Hölle. Ich spreng jetzt den Rest von deinem Turm. Ich hab 1,5-6 TNT. Patrick, du dreckiger Untermensch bist du. Du bist so ekelhaft, bist du?
Wie kann man so widerlich sein wie du, Patrick? Sag's mir. Warum bin ich widerlich jetzt? Weil du einfach ein ekelhafter Mensch bist. Oh oh. Oh, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Fisch, du bist endlich erwachsen. Er kriegt schon Haare an der Oberlippe. Ja, genau dort. Da beschneidet ihn doch jetzt. Du kannst deiner Strafe entgehen durch eine andere Strafe. Die wäre? Tod durch am Boss. 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 Du bist Autist, chill doch mal. Pette, du kriegst Tod durch am Boss jetzt. Entweder Tod durch am Boss oder TNT ereilt dich. Romatra? Okay. Ja, auf geht's. Ich wäre auch dafür. Hör auf, Digga! Hier ist das Kind! Hier ist das Kind! Du Bastard! Du bist nur alt gemacht, Patrick. Was hat er gemacht? Er hat Ranstonia beschnitten. Gegen unseren Willen? Gut, Patrick, du weißt, was das heißt. Du hast eine tote Kinderleiche beschnitten, Alter. Leute, wir sprengen nicht. Wir werden ihn hinrichten. Du dreckiges Monster. Du hast unseren Sohn genommen. Die Leiche hast du dir geholt, Patrick. Dafür stirbst du. Durch Tod! Unsere Tochter eigentlich. Amboss! Und jetzt sprengen, sagt ihr alle? Nein, das ist ja okay, dann sprengen wir halt noch. Nein das ist unser Hinrichtungsgerät, das kommt auf die Dorfmitte, Spark. Wer hat da jetzt gesprengt? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, es ist einfach alles kaputt. Ich glaube, das war Rotpilz. Ich war das nicht. Rotpilz, du Verräter! Rotpilz, spann dich ein, Felix! Oh oh. What the fuck, Alter? Das ist mein Name. Rotpilz, hör mal auf! What the f***? Knossi? Okay, mir reicht's jetzt mit deinem Haus, Digga. Mir reicht's jetzt. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe es nicht. Okay, du hast Knossi geklaut. Mir reicht's jetzt, Digga. Ich mach jetzt dein komplettes Haus kaputt. Ich mach's jetzt wirklich endgültig kaputt, Alter. Ich mache hier alles im Erdboden jetzt gleich. Jungs, Mädels, wir machen jetzt hier alles an TNT. Du hast mich den ganzen Tag so abgefuckt, Alter. Keine Ahnung, was hier los ist. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geht's okay. Ich bin Was ist denn los? Oh mein Gott! Das gefällt ihm. Jetzt guckt er fröhlicher wieder. Oh, Ebi! Petret hat heute meine Geburt versucht zu verhindern, die Taufe versucht zu verhindern, hat mein Kind umgebracht, die Leiche meines Kindes genommen, geschändet und jetzt auch noch einen meiner Mitbewohner entführt. Ich hab keinen Bock mehr darauf, Alter. Kotzt mich an, dass du mich die ganze Zeit Alter. Wäre es für dich von Vorteil, wenn ich so eine Art Kurgebiet in Minecraft für dich baue? Ja, bitte, mit Wellness-Tempel, mit allem drum und dran, Massage, alles, dies, das. Ja, ich glaube, Knossi ist verloren. Wie, der ist jetzt wirklich, also spielt Knossi wirklich Minecraft oder weg? Weg, hör auf, beruhigt, ey! Hier, nochmal 27 TNT, Revi. Revi, soll ich dich auch noch mit TNT? Okay. Ich glaube, hier muss Herr Time News wieder an den Start gehen. Ich sage hier mal. Was hast du denn getan, dass also jetzt Revi so. Oh mein Gott, weg! Revi steht einfach mittendrin. Ja, was hast du getan, Petrit, dass Revi so zornig auf dich ist? Ich hab dir ein Kind genommen. Ja, wenn sonst nichts ist. Okay, wenn du das so. Ist das bei dir alltäglich, oder wie? Ich wollte es nur beschneiden. Petrit. Hast du geschafft. Ich sag dir jetzt eins. Wenn du jetzt noch einmal hier irgendwo ein Haus hinbaust, es ist weg. Es ist gone. Du bist es selber schuld, Alter. Du kotzt mich so an, Alter. Guck hier, alles gone, alles weg. Siehst du das? Ja, als ob du jetzt lebst, als ob ich dich jetzt leben lasse. What the fuck denkst du denn? Was denkst du denn, Alter? Puh, also, hier ist auf jeden Fall dicke Luft, das merke ich schon. Nee, ich komm einfach nicht mehr drauf klar, Alter. Ich komm nicht drauf klar, Digga, wie man mich so auf kann, Alter. Ja, komm mal kurz zu mir. Ich glaube, wir haben da ein kleines Problem. Komm mal mit, ich hab was entdeckt. Flossi lebt jetzt unter der Brücke. Oh Gott. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Das ist so unnötig. Guck mal, das ist so unnötig, Digga. Da die Hälfte des Servers nun anwesend ist, Patrick, okay? Ja. Möchte ich jetzt eine Sache aussprechen. Du hast es nicht anders verdient, Patrick. Ich möchte nun folgenden Vorschlag dieser Volksabstimmung. Danke, Spark. Ich möchte nun folgenden Vorschlag bitte anbringen. Patrick hat nun mehrfach, wie man an seinen 195 Toten. Ich bin dafür, dass dass Patrick den Walk of Shame machen muss. Wir nehmen diese Glocke und dann machen wir immer so. Schande. Mein Vorschlag nun an das gesammelte Volk hier ist, Patrick als vogelfrei und ins Exil zu verbannen. Ich kann dieses Wort vogelfrei nicht mehr hören, ich sag's dir. Patrick darf damit die Oberwelt nur noch bei Nacht betreten und muss fortan im Nether hausen.
Petrit, hast du irgendetwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Irgendetwas? Ach, Bruder, dann bin ich ab heute ein netter Mensch. Verehrtes hohes Gericht, stimmen wir nun zu, dass Petrit der Perverse fortan nur noch bei Nacht die Oberwelt betreten darf und von dort an als Vogelfreier im Nether zu wohnen hat. Und du musst im Nether schlafen dann auch, ne? Ja, ja. Jeder, der dafür ist, schreit nun einmal Ei! 3, 2, 1, Ei! Ei! Petrit lebt ab jetzt nur noch im Nether. Petrit ist in der Overworld. Petrit ist in der Overworld. Du hast nichts in der Overworld zu tun, das weißt du, ne? Ach, Leute, schaut mal hier. Ist das nicht schön? Dieser Schandfleck hier weg, Alter. Es ist deutlich besser, Alter, wirklich. Dieser wunderschöne Teich hier vorne, Alter. Antonia, schau mal, wir haben das Haus deines Stalkers abgerissen. Ja, das hab ich ja gesehen gehabt. Und jetzt ist da ein wunderschöner Teich entstanden, ein Naherholungsgebiet. What the f***? Die bauen meine Warze ab! Die sprengen meine Warze! Was? Wer? Hey, Papa Platte und Stegi! Was? What the f***? Das wird Trimax gar nicht gefallen.